Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, seit ein paar Tagen, Wochen ist nicht mehr so viel passiert bei mir auf dem Kanal. Aber nichtsdestotrotz, ich bin wieder da. Gehen wir heute mit meinem T5 auf den Prüfstand. Ich will euch einmal zeigen, was bei den Motoren so geht. Ist ein relativ alter Motor. Wird sicherlich schon einige geben, die mittlerweile entsorgt wurden. Sind, aber ich denke mal durchaus, dass der eine oder andere so einen Motor noch hat. Und wir wissen alle, so ein 1.9er, der ist robust. Die 2.5er, die sind leider viel zu anfällig. Naja, jedenfalls bin ich jetzt auf dem Weg in die Halle. Ich werde das Ding gleich mal auf die Rolle spannen. Hier ist schon so eine ganz leichte, smooth Optimierung drauf. Die werde ich aber runterziehen, werde das Original hier drauf machen, damit wir erstmal eine vernünftige Eingangsmessung haben. Dann machen wir mal Stage 1 und dann gucken wir mal, was geht denn da eigentlich so? Also Stage 2 und höher. Daher Leute, seid gespannt. Ich würde sagen, ich bin gleich in der Halle und dann sehen wir uns wieder. So Leute, da habe ich den Bus schon mal raufgefahren auf den Prüfstand. Und wie man sehen kann, ich habe mir jetzt auch Kennzeichenabdeckung besorgt. Vorne und hinten. Da kam es ja in den Kommentaren so ein paar Mal zu so ein paar Meckereien, sag ich mal, auf gut Deutsch. Ja. So, ich werde das Ding jetzt einmal verzurren und dann denke ich mal, überspringen wir den ganzen langweiligen Teil und kommen dann direkt zum Auslesen vom Steuergerät. So Leute, also den Bus habe ich jetzt angeschlossen. Achte da hinten nicht auf meinen Müll. Ja, und zwar folgendes. Ich habe den Bus ja schon mal optimiert und ich weiß nicht mehr, ob ich den originalen Datenstand habe, aber das ist nicht weiter schlimm. Irgendwo werde ich den sicherlich noch haben, aber ich will euch auch mal zeigen, was für eine Möglichkeit es noch gibt, um sich so einen originalen Datenstand zu besorgen, wenn man so ein CAS-Gerät hier hat. Ja, da habe ich schon wieder nicht drauf geachtet und jetzt datet das Ding schon wieder ab. Macht der jetzt hier? Immer noch. Kann einige Minuten dauern. Ich glaube, die sollten das mal ändern auf einige Stunden. So, das Case-Suit ist jetzt da. Wir suchen nach einem T5 Diesel ab 2006 und dann lesen wir die ID aus. Zündung an, aus. Das Gute ist wenigstens, dass man bei den alten Kisten dieses An-Aus überspringen kann. Naja, jedenfalls kommuniziert der PC bzw. der Flasher jetzt mit dem Steuergerät und liest die Steuergerätdaten aus. Und wenn der die Daten gleich hat, dann sehen wir uns wieder. Diese Daten fotografiere ich mir jetzt ab, gehe an PC und ziehe mir den Datenstand vom Server. So, da sind wir auf der Website von Alientech bzw. beim Händler-Login. 6209 schlägt er uns sogar schon vor. Einmal suchen. Und da haben wir das File. Dann wird einmal auf Download geklickt. Jupp. Downloaden. Und wir haben das Original-File da. Dann würde ich mal sagen, öffnen wir das mal im ECM. Da haben wir ECM auch schon. Einmal Driver aktualisieren, akzeptieren. Ab geht's. Da haben wir die Datenstände. Sehr schön. Ja, dann würde ich einmal sagen, ich exportiere mir jetzt das Originalfile. Dann wird es hier auf den Bus gehauen und dann machen wir die Eingangsmessung. So, Stick ist drin. Wir gehen auf Schreiben. Wo habe ich den denn jetzt hier? Dieses Gesuche, das nervt. Normalerweise gehört ein Ladegerät auf die Batterie. So, da ich da jetzt keine Lust zu habe und ich weiß, dass die relativ schnell schreiben und es mein eigenes Auto ist, lasse ich das Ladegerät weg. Aber um sicher zu gehen, hundertprozentig bei der Sache zu sein, definitiv Ladegeräte ranstecken, Leute. Mann, das Ding braucht wieder ewig. So, da ist der Kleine am Schreiben.
10 Minuten. Ja, übrigens, Leute, ich nehme nicht mehr mit dem Handy auf. Ich habe mir jetzt so eine schöne Action-Cam besorgt. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Qualität finde. Das wird jetzt das erste Video sein, das ich mit dieser Action-Cam mache. Gebt da auch gerne Feedback zu, ob ihr das vorher besser fandet. Da wurde es mit dem iPhone 11 halt aufgenommen. Ja. Ich glaube, die hat so ein bisschen Probleme, Licht zu... Ja, das mit dem Licht so hinzubekommen. Aber wir werden sehen. Ich schaue mir das nachher mal auf dem PC an. So. Auto ist gezurrt. Zigarette ist an. Kess hat geschrieben. Dann würde ich sagen, messen wir mal Serie. So, dann beginnen wir mal mit der Eingangsmessung. Lüfter an. Da haben wir das Ergebnis. Und zwar drückt der kleine ganze... Oh, zu nah dran. Filmt der so besser? Nee, aber egal. 99,2 PS und 267 Newtonmeter. Ja, 105 PS soll er haben und ich müsste mal gucken, wie viel Newton... So, haben soll der kleine 105 PS... und 250 Newtonmeter. Und wir haben gemessen 99 PS und 267 Newtonmeter. Ja, prinzipiell gar kein allzu schlechtes Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Ne, man darf nicht vergessen, der Hobel hat schon ein bisschen was gerannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, der Tacho wurde bestimmt schon mal bearbeitet. Und also ich denke mal, so eine halbe Million wird er auf der Uhr haben. So, womit bearbeite ich das Ganze? Ich bearbeite mit ECM Titanium. Alte Autos, vor allen Dingen Diesel, reichen die Datenstände im ECM alle Male. Ja, es gibt halt viele Leute, die sind immer von WinOLS und was weiß ich nicht für einen Schnickschnack überzeugt und sagen, ja nur mit WinOLS und etc. Ja klar, WinOLS ist besser. Aber ich habe bei ECM Titanium kostenlos Driver. Also ich muss quasi keine Map-Packs kaufen oder mir Map-Packs extra basteln. Also ich bin mit diesem Programm deutlich schneller, um einiges schneller. So, und ja, ich würde sagen, ich setze mich da jetzt ran und dann prügeln wir die Software gleich mal auf den Bus, wa? So, die ersten Kennfelder habe ich schon mal bearbeitet. Das wäre hier einmal... Ja, die Drehmoment-Kennfelder, ich habe jetzt auch noch einen harten Begrenzer reingemacht bei 4300 Umdrehungen, glaube ich. So, ich bin jetzt soweit fertig. Die Kennfelder sind alle bearbeitet. Ganz wichtig, es gibt so Kennfelder wie beispielsweise hier Katalysatorschutz. Ist auf, na, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so gut sehen könnt, 799 Grad angepasst, serienmäßig. Das sind so Kennfelder, die bearbeite ich in einer Stage 1 definitiv nicht. Das sind Schutzkennfelder, die haben original zu bleiben, außer ihr habt Bock auf irgendwelche Schäden. Wenn so ein Motor mehr Leistung macht und beschleunigt und mehr ja, thermische Belastung hat, ist einfach das Problem, dass wenn diese Kennfelder bearbeitet werden, Schutzkennfelder quasi raus sind, was überhaupt keinen Sinn macht bei einer Stage 1. Das kann man machen bei, ja ich sag mal, ab Stage 2, also wenn man richtig in Leistungsbereiche, auch in Umbauten, in Umbaubereiche reingeht, wo man sagt, okay, man muss darüber hinaus arbeiten, dann macht es Sinn, ja. Aber ansonsten nicht. Daher, wie gesagt, bei mir sind diese Kennfelder
in der Stage 1 definitiv unberührt. Ich würde sagen, ich hau das Ding jetzt auf den Stick und dann aufs Auto. So, der erste Lauf mit der Stage 1 ist vorbei. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Das ist gar nicht so schlecht geworden. Also, wie ihr euch erinnern könnt, so lang ist es noch nicht her, haben wir in der ersten Messung 99 PS gemessen, also in der originalen Messung, und 267 Newtonmeter Drehmoment. Jetzt sind wir bei 128 PS und 330 Newtonmeter mehr Drehmoment. Also, relativ einfach. Bei den PS haben uns von vornherein ca. 6 PS gefehlt. Wenn wir die jetzt auf die 128 oben drauf tun, dann liegen wir genau da, was das Auto haben soll, nach einer Stage 1. Wenn alles perfekt laufen würde, also wenn quasi die Serienmessung schon funktioniert, also die Serienleistung schon da ist, dann sind wir auch bei ca. 135 PS, so wie angegeben. So, und dann gucken wir uns mal das Drehmoment an. Da liegen wir 17 Newtonmeter zu hoch. Wenn wir die jetzt abziehen, sind wir bei ungefähr 315 Newtonmeter. Passt. So soll es sein. Ja, was gibt es da großartig zu erklären? Also man kann eigentlich sehen, über das komplette Drehzahlband haben wir deutlich mehr Leistung und deutlich mehr Drehmoment anliegen. Und das, Leute, wie gesagt, in der Stage 1. Ich würde sagen, ich schreibe jetzt noch mal ein bisschen was und dann machen wir mal eine Stage 2 da draus. Ich denke mal, die sollte so an die 150 PS und dann noch mal reichlich Newtonmeter oben drauf. So Leute, mein Datenstand ist drauf und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Messung. So ein Kippchen an, wa? Ganz wichtig, der Lüfter. So Leute, Messung ist zu Ende. Ja, das war jetzt zwar noch keine alles was geht Messung, aber ich habe jetzt einfach mal hintenrum die Einspritzdauer, die Einspritzung erhöht, dass er da noch mal ein bisschen mehr Druck hat und habe ihm im Drehmoment natürlich jetzt, ja, ich sag mal so, in dem Drehmomentbereich, wo er am meisten Leistung aufbaut, drehmomenttechnisch habe ich ihm jetzt noch mal, wir haben ein bisschen mehr Freiraum gelassen, so kann man das sagen. Ich zeige euch mal, was rausgekommen ist. Also, ich habe zwei Messungen gemacht. In der ersten, ich nenne es mal Stage 2 Messung, 144,5 PS und 407 Newtonmeter und in der zweiten 147 PS und 409 Newtonmeter.
Das kommt daher, dass das Steuergerät sich von Lauf zu Lauf immer und immer mehr anpasst. Also wenn ich jetzt 40, 50 Kilometer fahre mit dem Auto, ein bisschen Landstraße, Autobahn, halt einfach den Wagen mal ein bisschen bewege, sagen wir es mal so, dann passt sich das Steuergerät den Kennfeldern auch nochmal an. Das bedeutet, wir könnten eventuell die 150, was heißt eventuell? Ich denke mal, die 150 stehen da definitiv. Also ich denke mal 153, 154, vielleicht auch 155 in der Stage 2, das ist auf jeden Fall drin. Bis dahin würde der sich auch definitiv noch anpassen. Ja, und wie ihr sehen könnt, hinten raus die Leistung, das drückt nochmal richtig nach vorne, da geht nochmal richtig was. Ne? Im Gegensatz dazu mal der alte Datenstand von der Leistung her, den sehen wir hier in Rot und da ist der neue in Rot. Ne? Das ist einfach ein enormer Unterschied, das sind Welten. So, da haben wir einmal Drehmoment, ne? Da habe ich ihm Freiraum gelassen. Und dann zieht er sich drehmomenttechnisch auch mal locker. Lass mich mal gucken. Ja, 150 Newtonmeter Unterschied. Ne? In dem Bereich hier. Das ist schon doll, muss man sagen. Das ist schon wirklich doll, muss man sagen. So, ihr habt das Ganze gesehen. Ich zeige euch jetzt nochmal alle drei Messungen übereinander gelegt und dann macht euch mal euer eigenes Bild davon. So, dann gucken wir da jetzt mal gemeinsam drauf. Da haben wir die drei Messungen. Und wenn wir mal schauen, bei 2350 Umdrehungen haben wir statt 267 Newtonmeter in der Stage 1 333 und in der Stage 2 400 und fast 10 Newtonmeter. 410 Newtonmeter. 1,9er TDI, Leute, das dürft ihr nicht vergessen. Das ist der Wahnsinn. Meiner Meinung nach der Hammer. Und ohne Änderung am Motor. Hinten raus zeigt sich natürlich auch noch mal deutlich, was da los ist, dass das da noch rappelt, dass da noch was geht. Und zwar haben wir Serien 99 PS in der Stage 1 128 und in der Stage 2 fast 150 PS. Daher, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall eine Optimierung zu machen. Wenn die gesund bleibt, dann ist so eine Stage 1 auf jeden Fall lohnenswert. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich gern bei YouTube. Haut ein Follower-Like oder was auch immer auf Instagram. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich zu jedem Video, das ich mache, über irgendein Auto, beispielsweise wie jetzt über den T5, über Instagram Angebote raushauen werde. Das heißt, beispielsweise fange ich jetzt mit diesem T5 auch an. Ich werde jetzt bei Instagram auch dieses Video posten, beziehungsweise einen Link dazu, dass jeder mein Video findet. Und ich werde dementsprechend ja ein Angebot zur 1,9er TDI-Optimierung raushauen. Also, wenn ihr Bock habt auf eine Software, wenn ihr Bock habt auf einen richtig geilen Preis zu der ganzen Geschichte, dann lasst ein Like auf Instagram da, folgt mir. Und seid immer auf dem Laufenden, wenn irgendwelche neuen Angebote kommen. Ich würde sagen, Leute, haut rein, ich muss noch Videos schneiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.